Wie geht's dir denn heute, sag mal? Mir geht's gut. Ich bin gerade durch die geschlossene Schneedecke aus meiner Heimatstadt Lippstadt hier so 2,5 Stunden runtergeschlittert. Ja. Aber ich habe Winterreifen. Okay, also du hast doch den Speed, den es jetzt braucht. Ich habe den Speed. Ich bin quasi in die Halle reingerutscht. Wie hast du dich denn dieses Mal vorbereitet, sag mal? Oh, ich war in der Tat noch bei der Physio, beziehungsweise bei der Osteopathie, damit alle Muskeln und alle Gelenke irgendwie wieder dahin, also da sind, wo sie hingehören. Und ich habe gehört, dass ich heute zum allerersten Mal nicht im Team von Lukas Podolski spiele, sondern gegen das Team von Lukas Podolski. Das wird natürlich bedeuten, dass er leider heute nicht gewinnen kann. Ich wollte gerade fragen, ist das gut oder schlecht für dich? Für ihn natürlich ein Riesenproblem. Auch für mich ist es überragend, überragend. Aber ich glaube, also Nico Santos, das hat eine Megatruppe. Und im Notfall singen wir die einfach in Grund und Boden. Verstehst du? Ja, ich habe aber, was ich gehört habe, ist, ihr müsst alle Angst haben vor Gigi. Ich weiß nicht, ob der in deinem Team ist oder nicht, aber der ist wohl sehr motiviert. Ja, gut, aber der hat ja seine Talente eher in anderen Bereichen. Das ist dann wahrscheinlich eher was für die dritte Halbzeit und nicht für die ersten beiden. Okay. Jetzt, guck mal, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dich das frage oder nicht. Aber ich glaube, ich kann dich das fragen. Guck mal, Beckenbauer. Ja. So, wenn man, ich meine, den hast du ja aufgenommen in dein Portfolio von 12 Leuten, neben die du alle imitieren kannst. Machst du jetzt eine Pause? Meinst du, das macht man jetzt? Also, weißt du, ich meine, sagt man, macht man das jetzt nicht? Oder wartet man oder macht man direkt weiter? Also ich sag mal so, ich finde immer, da ich ihn jetzt auch persönlich kannte und ihn, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Und ich hoffe und wünsche mir sehr einfach, dass unser Land diesen Menschen einfach auch würdigt für das, was er einfach geleistet hat. Und wir einfach ihn zu einer, ich meine, er ist für mich eine Ikone und er wird es auch immer bleiben. Und trotzdem, glaube ich, ist es irgendwie ganz cool, wenn man jetzt vielleicht einfach mal sagt, Mensch, ich glaube, es gibt beim Fußball immer ja diese Schweigeminute. So. Und so ein bisschen würde ich das jetzt, glaube ich, im Moment auch sehen. Klein bisschen Ruhe, mal klein bisschen Pause, finde ich, ist ganz gut, ist auch angebracht, um ehrlich zu sein. Ja. Und dann schaue ich mal. Also ich will das jetzt gar nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das irgendwann wieder macht, wenn es passt. Okay. So, ne? Aber ich bin natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon traurig. Also ich war schon, als ich das gehört habe, war ich schon so ein bisschen, habe ich gedacht, so, also irgendwie hat er uns ja alle irgendwie das ein Leben lang begleitet. Ja, ja, so, ne? Und mich natürlich ganz besonders. Deswegen war es schon, für mich ist es, ja. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Ja. Aber wie gesagt, deswegen unser Franz, unser Kaiser, wir sollten ihn auf immer hochleben lassen. Okay. Und was machst du den Rest des Jahres noch? Ich meine, du bist ja gerade, ich sehe immer, ja, guck mal, ich bin ja, bitte. Ich mache das Spiel hier heute noch und dann mache ich Urlaub. Ja. Ne? Ich sehe dich immer auf Instagram, du bist auf Bühnen, du bist mit deinem Programm unterwegs, das ist so das, was die nächsten Monate ansteht? Ja, Mut zur Lücke ist ja meine Tour, hier, da. Matze Knob, MK, Markus Krampe, wie auch immer, Micky Krause, Matze Knob. Und natürlich kommt die Europameisterschaft und es kommt Olympia. Es ist ja so ein geiles Jahr 2024. EM im eigenen Land, also da ist also ein Oliver Kahn weiß, dass das natürlich auch schon Druck bedeutet. Ja, aber als Kloppo, wenn ich Bundestrainer wäre, würden wir was holen. Aber mit dem Notnagelsmann, ich bin sehr gespannt. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Was holen wir denn? Wir holen den Pokal. Warum sollen wir ihn denn nicht holen? Wir scheiden wieder in der Vorrunde aus. Ne? Ein Lolle Matthäus hat ja gesagt, früher meine Mitstreiter von damals, Bremer, Buchwald, Cola Light, Cola Zero, die waren noch von einem anderen Format. Aber ganz ehrlich, ich finde, weil wir komplett unterschätzt werden, haben wir eine Chance. Ich glaube, es ist was drin. Da reden wir nächstes Jahr nochmal drüber. Ja, dann kann ich es dir sagen. Danke dir. Dann weiß ich es. Schönen Abend. Tschüss. Ne? Ciao.